So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter. Wir müssen irgendwie, ich weiß es nicht, wir müssen, glaube ich, in den Uhrenturm gehen, denn wir brauchen ja immer noch hier so ein Teil. Wir wollen aus der Tiefgarage rauskommen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Also da brauchen wir diese Karte für. Und diese Karte kriegen wir hier in diesem Nebenraum. Und da fehlt uns aber noch so ein komisches Elektronikteil, so Elektronikbrücken. Und die. Wo waren das jetzt? Warte mal. Kann man das irgendwie sortieren? Hier, das, glaube ich, war das, genau. Wir haben ein paar Satzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie ihn einfach im Uhrenturm auf. Das heißt, Sie müssen jetzt irgendwie in den Uhrenturm kommen, Leute. Das ist jetzt so unser Ding, ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Wenn wir eins runtergehen, wir müssen eins hochgehen. Das heißt, wir müssen hoch, würden hier rauskommen. Hier kommen wir nicht raus, weil da eine verschlossene Tür ist. Wir müssen irgendwie rüber auf die andere Seite. Bibliothek. Wir müssen irgendwie rüber auf die andere Seite und dann zum Uhrenturm. Also wir müssen jetzt irgendwie wieder ins Hauptgebäude kommen. Das schaffen wir ja eigentlich auch, aber Mr. X ist hier. Und Mr. X verfolgt uns, der Bastard. Das Problem ist, Leute, wir bekommen da was zum Heilen. Komm, Mr. X. Wir müssen oben lang. Wir müssen warten, dass er runtergeht. Und dann müssen wir hochgehen. Interessant wäre, Leute, ob man hier auch speichern kann. Also ob man jetzt, während der jetzt kommt, auch speichern kann. Das wäre jetzt mal interessant, würde ich sagen, ne? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ich werde das jetzt, glaube ich, gleich mal testen. Da muss ich ja fast schon wieder einen neuen Speicherstand nehmen. Das ist doch Kacke. Noch ist alles gut. Mich würde es interessieren, ob wir jetzt hier speichern können. Weil Marvin steht ja jetzt auf. Wir müssen jetzt eigentlich. Da haben wir noch eine Wäschekammer noch. Da müssen wir auch noch mal rein. Wenn wir jetzt rüberrennen und da reingehen, könnten wir doch da jetzt rein. Da ist auch die Bibliothek. Wir versuchen das einfach mal. Das Blöde ist halt, dass Mr. X kommt, Leute. Das ist das Blöde, ja. Dass dieser Mr. X immer anwesend ist, ja. Vielleicht kommt der jetzt auch erst wieder, wenn wir ihn hier töten. Das wäre ganz gut. Vielleicht schaffen wir es jetzt hier reinzukommen, ohne. Ich höre ihn doch schon wieder, Mann. Wir haben immer noch kein Hebel. Wir haben immer noch keinen Hebel für den Wagenheber. Und hier möchte ich rein. Ich erinnere mich aber, glaube ich, auch noch, dass hier ein Licker irgendwo war. Das ist ja das größere Problem. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass in der Wäschekammer nichts ist. Schießpulver. Oh, cool. Freue ich mich. Das macht wieder Bock. Da hab ich Bock drauf. Auf dem Safe. Aber mehr gibt's hier jetzt nicht. Ist ja auch blöd. Jetzt hoffe ich nur, dass wir abspeichern können. Vielleicht warte ich mit dem Safe, bis wir irgendwo speichern konnten. Denn nicht, dass ich jetzt ewig viel Zeit in dieses Knacken investiere und dann sterbe ich gleich und dann war es das wieder. Lass mich mal kurz überlegen. Da ist das Stars-Büro. Jetzt fehlt uns natürlich das scheiß Zeichen, was wir brauchen. Ja, jetzt haben wir natürlich. Das hätten wir jetzt gleich mit einem Abwasch machen können. Wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück ins Hauptgebäude. Scheiße, der Typ ist jetzt überall, Mann.
sucht nach mir, Alter. Ich weiß nicht, wo der ist, ne? Wenn wir hier rausgehen und da durchgehen, warte mal, was war denn da? Kombinationsschloss, Duschraum. Wir brauchen den scheiß USB-Port, brauchen wir jetzt. Den USB-Schlüssel brauchen wir jetzt. Fick dich! Das war's wieder. Wenn jetzt wieder ein Licker kommt, dann macht's wieder Spaß. Da ist eine Sackgasse, das heißt, wir müssen hier durch den Duschraum. Ja, wir müssen zu einem. Wir müssen runter in die. Wir müssen zum Lager-Dings. Der ist genau unter uns. Das heißt, wir müssen jetzt USB-Stick holen. Da kommen wir jetzt scheiße lang. Weil da ab jetzt Licker sind. Ja. Auch das ist sehr schön. So, Leute, okay, das haben wir erstmal. Machen das Verstauen. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr, steht da. Den können wir jetzt aufmachen, ganz getrost. Das ist natürlich mega nice, würde ich sagen. Untersuchen, so. Machen wir jetzt. War schon mal richtig. Eins, zwei. Eins, zwei. Nee. Eins, zwei unten. Eins, zwei unten. Man muss die richtige Kombi finden, Leute. Nee. Aber wie war denn das jetzt? Der, der, der. 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 Gut. Schön. Dip, 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 dip. Nice. Das ist natürlich jetzt cool. Jetzt müssen wir nur dahin kommen. Und dahin kommen bedeutet, wir müssen den Licker töten. Das freut mich ja wieder enorm gemein. Scheiße, der ist wieder hier irgendwo, dieser Bastard. Aber gut, das sollten wir eigentlich mal versuchen. Ist blöd, dass ich immer die scheiß Granatwerfer benutzen muss, Mann. Das ist Kacke. Vielleicht sollte ich die mal mitnehmen, um die Pistolenmunition da endlich mal leer zu kriegen. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich habe ja immer drei Schuss da drinne. Und die gammeln da vor sich hin. Ich kann die auch nicht rausholen. Das ist die Kacke. 26.1. 18.40. 26.1. 18.19. 18.32. 18.40. Dann nehmen wir den jetzt, ne? Wir müssen jetzt den Licker töten. Um in den Safe-Raum reinzukommen. Wir sind verletzt. Ah, warte mal, da fällt mir noch was ein. Warte mal, da fällt mir ja so mal schnell was ein. Schießpulver. Wir haben doch hier noch so einen Film gefunden. Gibt es nämlich, glaube ich, auch einen Erfolg für. Genau. Wenn wir jetzt den hier entwickeln. Ah! Spind in 3F DCM. Cool. DCM, das ist schön. DCM, mach ich mal einen Screenshot. Nicht, dass ich das nicht mehr aufrufen kann. DCM, gut. Sehr schön. Oben bei den Duschen. DCM. Mach ich mal nochmal schnell ab, Leute. Vollständigkeitshalber. Da muss ich das nicht nochmal machen. Falls wir jetzt draufgehen. DCM, so. Jetzt versuchen wir mal schnell den scheiß Licker kaputt zu machen. Das Viech. Ist ja eigentlich ausreichend weit weg, aber. Warte mal, wir haben doch nochmal eine Granate bei gehabt. Nur für den Fall, falls uns das Vieh zu nahe kommt. Der kommt nicht rein. Säuregranaten.
Weiß nicht, ob Feuer besser ist. Ich glaube, Feuer ist besser. Wir haben Feuer jetzt. Ja, schön. Ich glaube, ist tot. Jetzt ist tot, oder? Ja. Schön. Brandgranaten sind echt gut, muss ich sagen. Also die sind wirklich gut, die Dinger. Ja, hoffentlich kommt ihr jetzt nicht her, Mann. Das hört sich beschissen an. Ja, okay. Hoffentlich kommt jetzt nicht her, Mann, ey. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich möchte jetzt einmal hier kurz mein Zeug zu Ende machen. 208. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? 208. Können wir den anderen ja auch gleich aufmachen? Lass mal kurz mal gucken, dann brauchen wir nicht doppelt und dreifach machen. 102. Ich glaube, er kommt jetzt genau hierher, Mann. So, kein Bock drauf, ne? Mich würde jetzt mal interessieren, ob der uns die ganze Zeit jetzt verfolgt. Das wäre irgendwie kacke, ne? Das wäre irgendwie blöd, wenn der jetzt die ganze Zeit da wäre. Würde ich kacke finden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich nehme mal schnell ich rüste mal schnell die hier aus. Da muss halt jetzt nachdenken, nicht damit nachzuladen. Hoffentlich kommt der hier nicht rein, Alter. Mich denn da jetzt raus? Ist der da? Müssen wir mal gucken. Muss im Safe-Raum rein. Muss im Safe-Raum rein. Jetzt wieder mal Kacke. Ich weiß nicht, ob der über mir ist oder. Schnell im Safe House rein. Schnell im Safe Room rein, ist egal. Im Safe Room rein. So, sehr schön. Sind wir erstmal sicher hier. Das ist schon mal ganz cool. Verstauen, das nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Die können wir uns immer wieder herstellen, das ist kein Problem. Gut. Das passt schon mal ganz gut, würde ich sagen. So. Speichern wir nochmal ab, Leute. Sieht jetzt erstmal wieder. Ist wieder ein bisschen clear jetzt erstmal, würde ich sagen. Ist erstmal ganz gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zum Uhrenturm kommen, denn das ist momentan. Ach nee, warte, wir wollen ja einen Stick mitnehmen. Stimmt. Wir müssen jetzt eigentlich wieder hoch. Obwohl hoch, glaube ich, jetzt voll kacke ist. Wir müssen jetzt den Stick wieder mitnehmen. USB-Doggle. Der ist über uns, der Typ. Liegt der hier nebenan oder was? Ist doch scheiße, Mann. Ist der über mir oder wo ist der? Der ist über mir.
Ist egal, wir machen das schnell auf hier. Warte mal, wie war denn die Notiz? DCM. DCM. Hä? Ach scheiße, das ist ja ein 3F. Da müssen wir noch eins höher. Fuck. Kacke. Da müssen wir noch eins höher. Die Soundkulisse ist auch absolut episch in dem Spiel, ganz ehrlich. Ich bin mal gespannt, wenn ich das nächste Mal durchzocke, stelle ich mal die Klassikmusik ein, ja, die man einstellen kann. Ich glaube, das wird heftig, glaube ich, mit der Klassikmusik. Ich glaube, das wird echt Wahnsinn. Ja, natürlich würde ich jetzt gern speichern, wenn wir das Ding jetzt haben. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. MQ11. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Brief an Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden. Wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass wir unter ihrem Regenschirm getrieben. Dass wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Ach so, was wir unter ihrem. Ach so. Okay. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich mein Urlaubjahr um weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield am 29. August. Schön zu hören. Das hört sich nicht nach Chris an. Irgendwie nicht, ne? So ein richtiger Draufgänger ist Chris ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, Chris ist eher der Zurückhaltende. So Leute, jetzt haben wir ein großes Problem. Wir müssen jetzt erstmal wieder speichern. Zumindest würde ich gerne erstmal wieder speichern, ja, damit wir erstmal wieder auf Punkt 0 kommen. Ja, damit wir erstmal so ein Safe House haben und sagen können, von da an können wir jedes Mal starten. Das würde ich jetzt gerne machen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nochmal zurückgehen. Aber ich werde jetzt gleich nochmal die Lage checken. Hier müssten wir jetzt eigentlich alles haben aus dem Büro. Jetzt nochmal die Lage checken. Kann man den wieder ablehnen, USB-Doggle? Warte. Brauchen wir vielleicht nochmal irgendwo, ne? Gut, dass wir das jetzt nicht vergessen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den nochmal irgendwo brauchen. Ja? Genau, irgendwo war doch was, wo man den einsetzen konnte oder musste. Irgendwo war doch irgendwas, wo so eine Art. Ich glaube, das war unten in dem, wo der G-Virus kam. Da war so ein Ding, wo wir den reinsetzen müssen. Genau. Da war sowas, ja. Versuch nochmal runterzukommen. Ich hoffe, wir schaffen es, Mann. Und dann könnten wir ja eigentlich. Kann man das wieder abnehmen? Warte mal. Nee. Dann könnten wir ja eigentlich. Der scheiß Tommy regt mich jedes Mal auf, ne? So, das ist sehr schön. Würde jetzt den einfach mal drinnen lassen. Die TMP würde ich rausmachen. Die würde ich jetzt rauslegen. Einfach nur. Weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen, großartig. Die andere Handwaffe würde ich noch mitnehmen. Es geht natürlich jetzt auch langsam die Munition wieder ein bisschen aus. Wir speichern mal nochmal schon ab und jetzt versuche ich nochmal ganz nach oben zu kommen für den scheiß Spind. Das würde mich jetzt nochmal schnell interessieren. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben mittlerweile schon 4 Stunden gespielt, Leute. 4 Stunden schon. Wir sterben, ist egal. Versuchen trotzdem langsam zu gehen, damit er uns nicht hört. Ich glaube, der ist über uns.
glaube, der ist genau über uns. Wie war das nochmal? DCM oder wie? DCM? Wo war denn das Bild jetzt? Irgendwie hat so ein hässliches Bild hier gehabt. Oder hat er das hier angezeigt? DCM? War das so? DCM? Ich glaube nicht. Oder doch? Doch. Okay. MP-Munition. Schön. So. Lagerraum West. Da ist der Uhrenturm. Da müssen wir hin. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch wieder... Kommen wir denn da durch? Kommen wir hier irgendwie... Wir müssen von der Eingangshalle... Aber da kommen wir doch gar nicht rein. Tiefgarage. Wie zum Uhrenturm kommen. Wie auch immer wieder hinkommen. Ah nee, hier ist der scheiß Licker, glaube ich, noch mit drinne. Können noch mal gucken, ob der jetzt weg ist. Nee. Nee, das muss ich jetzt nicht haben. Okay, dann machen wir nochmal einen anderen Weg. Einen, der einfacher ist. Der ist hier irgendwo nebenan. Ich glaube, das ist vorgescriptet, wo der ist, Leute. Ja. Der wird jetzt immer da sein. Der wird jetzt so lange da sein, bis wir in die nächste Ebene hinkommen, wo wir hin müssen, ja. Glaube ich. Oder bis wir an ihm vorbeikommen und er uns wieder irgendwohin gefolgt ist. Der wird immer dann da sein. Das haben die wahrscheinlich mit Absicht so gemacht. Damit der halt immer, sage ich mal, irgendwo ist, wo wir lang gelaufen sind und wieder zurück müssen. Dass wir immer von denen quasi wieder konfrontiert werden, ne? Wäre natürlich cool, wenn man den irgendwie, sage ich mal, ausschalten könnte so. Oder irgendwie für die Zeit jetzt, wo wir jetzt noch hier sind, irgendwie so vernichten könnte, dass der nicht wieder auftaucht. Ja, aber ich glaube, das geht nicht. DMP-Munition. Also den Schlüssel, den müssen wir irgendwo einsetzen. Irgendwo müsste auch eigentlich mal wieder in die Tiefgarage zurück. Und dann runterklettern zum G-Virus. Naja, wir müssen das ganze Gebiet ja auswendig lernen, Leute. Wir müssen hier auswendig wissen, wo wir hin müssen. Könnt ihr mir vorstellen, dass der da hinten irgendwo ist? Hört sich sehr nah an. Wir haben ja abgespeichert. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal bei den Hurensohn. Ich erschrecke mich jedes Mal, ne? Jedes Mal. Jedes Mal erschrecke ich mich. Wir kommen da nicht lang. Wir müssen oben den Licker. Wir müssen oben beim Licker lang. Anders kommen wir hier nicht raus, glaube ich. Ihr wartet hier jetzt. Mann, das ist natürlich interessant. Was ist denn da? Herztür. Wir haben doch noch hier den Schlüsselherz. Was ist denn da noch? Hm. Besprechungszimmer haben wir auch irgendwas noch nicht. Ist blöd. Wir müssen jetzt genau da lang eigentlich, ne? Wir müssen jetzt genau da lang. Wir müssen jetzt genau da lang, Leute. Genau da müssen wir jetzt eigentlich lang. Das ist kacke. Das ist mit Absicht so gemacht, ne? Das ist mit Absicht so gemacht, dass wir jetzt Probleme haben, da hinzukommen, ja? Gut. Den Safe haben wir jetzt geknackt. Könnt ihr natürlich auch einfach alles versuchen.
Aber es dauert natürlich jetzt auch lange. Muss ja eigentlich alles durchprobieren. Ihr müsst die ganze Scheiße jetzt hier nochmal probieren mit dem anderen, mit den anderen Code dann auch nochmal wieder. Hier sind wir wahrscheinlich erst fertig, wenn wir den Code aufgemacht haben. Das Büro waren wir, hier kommen wir jetzt raus. Wir müssen irgendwie zum Uhrenturm kommen, Leute. Irgendwie zum Uhrenturm. Den Wagenheber haben wir auch immer noch nicht. Der ist links von uns. Der weiß auch ganz genau, dass wir da hin müssen, ne? Das weiß der ganz genau. Der weiß ganz genau, dass wir da hin müssen. Wartezimmer. Den Safe haben wir auch noch nicht. Tür mit elektronischem Schloss. Da müssen wir hin, genau. Genau, da fehlt uns ja. Ja, wir müssen ja zum Uhrenturm, stimmt. Ich würde jetzt gerne hier unten schnell speichern, aber. Es ist, glaube ich, nicht gut, immer zum Marvin zu gehen. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Wir haben ja jetzt, hier den USB-Port bei. Gehen nochmal zurück. Und gehen zur Polizeistation. Gehen zur Tiefgarage. Denn, ich glaube, dass wir das Item, was wir haben, unten einsetzen können. War hier gerade schon wieder einer? Das waren wir, okay. Ich versuche auf jeden Fall, Leute, keine Munition an Mr. X zu verschwenden. Das habe ich mir vorgenommen. Keine Munition an dem zu verschwenden. Ich versuch's. Ne? Ich will auch keine Granate oder irgendwas an dem verschwenden, weil man kann den eh nicht töten. Und übrigens ist der Typ ein Tyrant, ein Tyrann, ja, das ist eine neue Art von Virus, ja, das sind die erweiterten Zombies, sag ich mal, mit Superfähigkeiten, die auch gezüchtet wurden. Und so einem ähnlichen Tyrann hat man auch verwendet, um Nemesis zu erschaffen. Nemesis kennt ja jeder noch aus dem dritten Teil oder aus dem zweiten Teil Apokalypse von Resident Evil. Von dem Film, ja, meine ich. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. So, ich speichere hier erstmal wieder schnell. Genau. Alter, wie oft wir speichern, Leute. Mich würde mal interessieren, ob man sehen kann, wie oft man gespeichert hat schon. Das wäre mal echt interessant. So, wir holen uns jetzt erstmal schnell hier hinten das Zeug. Ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass wir das Emblem dafür benötigen können. Falls wir das nicht brauchen, können wir einfach dann den Spielstand hier neu laden. Dann brauchen wir nicht mehr den ganzen Weg laufen. Und dann müssen wir uns echt Gedanken machen, Leute, wie wir zum Uhrenturm kommen. Das ist wirklich eine berechtigte Frage, ja. Wie kommen wir dann zum Uhrenturm? Denn da brauchen wir die nächsten Teile. Ganz wichtig. Aber ich finde trotzdem, wir sind schon mal ein gutes Stück wieder vorangekommen. Wir haben nämlich jetzt nötige Sachen oder viele Sachen wieder eingesammelt. Die wir vorher nicht einsammeln konnten. Nicht rangekommen sind. Aber was ist denn mit der Tür eigentlich? Kommen wir noch nicht rein? Ob man da überhaupt reinkommt, der zeigt zumindest jetzt erstmal nicht an, dass man da rein könnte. Könnte sein, dass man da gar nicht erst reinkommt. Ja, den Spind haben wir natürlich auch geplündert. Finde ich auch cool, die Spins, dass wir die auch durch haben. Auch das finde ich mega nice. So, warte mal, wo waren... Das war hier ganz unten, ja. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt nochmal ganz runterkommen. Ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht mehr dahin, weil wir hier gar nicht mehr zurückkommen. Das ist natürlich jetzt blöd, das ist jetzt ein Problem. Wir müssen die Tür wieder aufmachen von außen. Aber vielleicht kann man die auch nochmal aufmachen. Wir kommen nicht mehr zurück, glaube ich, von der Seite hier. Ich glaube, ich bin gerade total falsch hier. Oder? Ja, weil wir müssen ja eigentlich jetzt dann hier wieder rüber und das können wir ja nicht. Schade. Können wir mal kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar Items. Wer weiß.
Der Boss hier war echt kacke, fand ich. Der war irgendwie kacke, fand ich. Nicht, dass er irgendwie schwer war oder so. Aber irgendwie herrscht hier in Resident Evil 2 extreme Munitionsknappheit, finde ich. Also, es ist schlimm. Ich bin sehr sparsam und trotzdem ist es schlimm, dass irgendwie... Ich habe immer keine Munition. Äußerst schlimm. Ja, hier kommen wir natürlich nicht hoch. Das ist jetzt die Kacke. Wir müssten hier hoch. Gibt aber vielleicht nochmal einen anderen Weg, um hierher zu kommen. Ja, gut, dann kommen wir hier nicht weiter. Dann machen wir Spielladen. Chefbüro. Das ist der letzte gerade. 1921, genau. Den laden wir wieder. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, Freunde, wie wir vorgehen. Jetzt, wo wir jetzt lang gehen, wie wir vorgehen. Wie wir zum Ugenturm kommen. Ich werde jetzt schnell nochmal was probieren im, in der Haupthalle. In der Haupthalle werde ich jetzt nochmal was probieren. Ob er da... Weil ich glaube, wir können den Stick da unten nochmal ein... Wir können vielleicht dieses Ding nochmal öffnen, diese Tür, ja? Diese geheime Tür. Können wir vielleicht nochmal öffnen? Weil die ganzen Embleme sind ja eingesetzt. Das könnte ja nochmal gehen. Ich hoffe, dass der Tyrann jetzt immer noch da ist, wo er ist. Wir müssen hoch. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, Leute, dass hier kein Zombie mehr kommt. Hier haben wir ja eigentlich alles, muss ich gleich mal gucken, hier haben wir ja eigentlich alles geklärt, würde ich sagen, glaube ich. Hier haben wir doch eigentlich alles Dach. Da kann man jetzt schlecht sehen. Wenn wir jetzt nochmal eins runtergehen, warte mal. Pausenraum, Heizungsraum, nee, da haben wir alles geklärt. Da haben wir ja das, die Zuleitung fürs Wasser haben wir hergestellt. Okay. Blöd ist jetzt, dass Marvin jetzt aufsteht. Und den werden wir jetzt töten müssen. Und wenn wir Pech haben, kommt dann der Tyrann wieder. Da ist er doch schon. Scheiße, was macht der hier? Chance sollten wir eigentlich nutzen. Chance sollten wir eigentlich nutzen. Chance sollten wir eigentlich mega von nutzen jetzt. Der ist jetzt woanders. Sollten wir hier unten reingehen? Gut. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hinten hin. Okay. Das geht gut. Das geht gut. Drückt mir die Daumen, Leute, dass hier kein Licker jetzt kommt. Den haben wir ja eigentlich gerade getötet, den Licker hier. Wir müssen hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Komm, 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 komm. Und da rein, genau. Schön. Vielleicht haben wir Glück und irgendwas Passendes jetzt. Das ist cool. Werkzeug. Das können wir nehmen. Das ist für einen Wagenheber, glaube ich. Das ist schön. Damit kommen wir zum Uhrenturm, Leute. Ich liebe es, wenn es alles so verstrickt ist, ne? Das ist echt cool. Nein. Nein! Wo müssen wir hin? Hier rechts und in den Safe-Raum. Lauf, Mädel, lauf! Komm, 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 komm. Alter, wie schlimm das wäre, Leute, wenn der Typ... Wie schlimm das wäre, wenn der Typ einfach mal auch in den Safe-Raum mit reinkommen würde. Es wäre so schlimm, sage ich euch. So ein langes, dünnes Werkzeug, das kann man nehmen. Mechanischen Wagenhebers. Damit müssen wir jetzt wieder zur Bibliothek. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Granate legen wir mal weg. Versuche ja mal so am besten so viel wie möglich zu verstauen. Den Schlüssel brauchen wir jetzt angeblich auch nicht mehr. Auch das ist nice. Wir räumen mal kurz mal hier mal ein bisschen auf. Alles, was irgendwie nützlich sein könnte, machen wir mal da unten hin. Alles, was waffentechnisch ist, machen wir da oben hin. Heilung machen wir auch. So.
Oder die machen wir hier hin. Die machen wir. So, ich brauche mal ein bisschen Ordnung, Freunde. So sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Auch wenn das ein total durcheinander ist, es sieht cool aus. So. Okay. Nehmen wir jetzt das als Speicherpunkt oder lassen wir das? Garagentürschlüssel bekommen. Untergrund, Arbeiterraum. Nehmen wir die nächsthöheren. 26. Nehmen wir den. Genau. So, Leute, jetzt müssen wir zur Bibliothek kommen. Zur fucking Bibliothek. Im Besprechungszimmer fehlt uns noch was. Irgendwie fehlt uns da noch was. Und im Aktenraum. Kreuztür. Da sind wir noch gar nicht reingekommen. Aber woher wissen wir, dass da Schießpulver ist? Haben wir das nicht mitnehmen können? Aktenraum. Hm. Interessant. Okay. Natürlich kommt der jetzt hoch, Leute, Mann. Also gut, wenn wir da jetzt durchlaufen und da im Stars-Büro, da zurück, da kommen wir dann, da ist die Bibliothek. Der Sound beginnt. Wie auch immer die uns alle jetzt folgen können, Mann. Ich hätte natürlich total gerne... Nee, ist egal. Wir machen jetzt das hier, was wir machen müssen, Leute. Wir gehen zum Uhrenturm. Komm. Benutzen! Schön. Okay. Ich glaube, das müsste reichen. Müsste schon reichen, um da rüber zu kommen, ja. Aber der kommt jetzt hier nicht, Alter. Ich weiß auch nicht, ob der uns schneller entdeckt, wenn wir rennen. Das sind alles so Sachen, die ich noch nicht weiß. Jetzt sind wir ganz oben. Im dritten. Sind wir ganz oben. Warum ist denn das jetzt hier dunkel? Ist denn das jetzt komplett dunkel? Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt richtig kacke, Mann. Das ist ja Uhrenturm. Natürlich nicht, dass der uns jetzt hört. Aber hier steht auch einer, toll. Okay. Uhrenturm. Jetzt hören uns wahrscheinlich hier der Typ, hört uns wahrscheinlich. Nehmen wir erstmal die Munition. Wo muss ich hin, verflucht? Nein, jetzt hat er mich. Ja, toll, jetzt fehlt uns natürlich das fucking Rad. Ist klar, ne? Ist so klar, ne? Und Munition aber auch nicht mehr, herrlich. Ich habe so eine Munitionsknappheit in dem Game, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Was sind wir denn hier jetzt? Ja toll, jetzt müssen wir nämlich... Ja, das ist jetzt blöd. Hätten wir jetzt das Rad mitnehmen sollen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Schießpulver groß, das ist gut.
Bis noch einen Schuss und ein scheiß Granatwerfer haben wir noch. Und so ein fucking Zombie noch da rumhängen. Müssen wir womöglich mit einem Messer irgendwie erledigen. Aber zumindest ist die Munition jetzt mal alle. Ich glaube, die hätten wir gar nicht töten. Die hätten wir gar nicht töten müssen gerade. Hätten wir gar nicht töten müssen gerade, den Typen. Den einen Zombie. Steht eh wieder auf. Gucken Sie erstmal hier um. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie Munition oder irgendwas. Er wartet jetzt draußen. Jetzt haben wir die Arschkarte, Mann. Jetzt kommen wir hier natürlich auch nicht mehr raus, ohne dass der Typ da draußen steht. Das ist die Kacke jetzt. Ah. Die Frage, jetzt kann man das runterschießen? Nee, da müssen wir das Rad einsetzen für. Ja. Warte mal, hier müssen wir das Rad einsetzen. Und was müssen wir hier hinten machen? Müssen wir da auch was einsetzen? Müssen wir da auch ein Rad einsetzen? Was soll man? Hm. Wahrscheinlich müssen wir hier für den Aufzug erstmal hier einsetzen. Damit das Ding runtergelassen wird, damit wir die Teile haben. Ich weiß es nicht, Leute. Reparaturplan. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherheit der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Ja, Leute, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt raus, eigentlich. Wir müssen jetzt eigentlich raus. Toll, an dem komme ich jetzt nicht vorbei. Der muss mich sehen. Ich hoffe einfach, dass hier Munition oder irgendwas ist, aber jetzt kommen wir nicht mehr an dem vorbei. Das ist jetzt das Problem. Ist glücklicherweise nochmal eine Tür. Das ist gut. Kommen wir hier jetzt lang? Lagerraum Ost? Ah. Ah, das ist cool. Das ist sehr gut. Jetzt kommen wir nämlich wieder zum Lager. Das ist sehr toll. Haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Schön. Müssen wir nur schnell wieder hier reinkommen. Leute, das ist verzwickt, das Game. Das ist einfach nur verzwickt. Einfach nur verzwickt, das Game. So, was haben wir denn jetzt noch? Die können wir wieder ablegen. Wir brauchen eigentlich dringend Munition. Das ist ein großes Problem gerade. Das können wir auch ablegen. Das Ding müssen wir mitnehmen. Schießpulver. Ah, wir haben viel Schießpulver, Mann. Aber ich will das eigentlich nicht aufbrauchen. Das ist doch kacke. Lagerraum, Blendgranate. Da haben wir noch eine. Großes Zahnrad. Das brauchen wir jetzt. Ja. Oh, kacke. MQ11. Nehmen wir mal die notfalls mit, damit wir uns wehren können, wenn was ist. Obwohl ich das ungerne mache. Bis wir Munition gefunden haben. 1928. Oh, Leute, das Spiel, das Spiel. The fucking game, Mann. Okay, jetzt müssen wir bloß gucken, wie wir wieder zurückkommen. Ohne, dass der Tyrant kommt. Ohne, dass der fucking Tyrant kommt. Da drüben ist einer, das ist aber nicht so schlimm. Schlimmer ist der hier vorne, der steht aber da. Den können wir umlaufen, wenn wir Glück haben. Ich würde auch ungern schießen. Ist der oben oder ist der unten? Der ist unten, ne? Gott sei Dank, Alter. Kommt man jetzt an dem vorbei? Da liegt was. Ist echt gut, dass man die umlaufen kann, ne?
Das Gold wert. So, komm. Brauchen die Glocke. Wo hat sich jetzt was geöffnet? Ah, hier. Okay. Wir müssen irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das Rad jetzt nochmal heute rausnehmen können. Wir müssen da ran, aber ich glaube, mit Schießen kommen wir da nicht weiter. Das wäre zu einfach. Da brennt irgendwas. Guck mal, da kann man... Ist voll verbuggt, da kann man rausgucken. So, was brauchen wir denn hier wieder? Kleines Zahnrad, okay. Damit können wir jetzt wahrscheinlich unten die Glocke bewegen. Und dann wird es wieder spannend, Freunde. Hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes, was wir irgendwie gebrauchen können? Irgendwas Interessantes? Das Blöde ist, Leute, Mann, ich würde gerne alle Safes öffnen, aber ich finde die Codes gar nicht dafür. Kann das sein, dass man manche Codes vielleicht nur mit Leon findet? Und gar nicht alle mit einem Charakter öffnen kann? Wisst ihr, wie ich mein? Könnte sein, oder? So. Und jetzt? Was passiert jetzt? Passiert doch jetzt aber nichts. Jetzt fehlt oben das Rad oder was? Oder hat sich da jetzt was getan? Mal gucken, können wir das hier wieder rausnehmen? Das kann man wieder rausnehmen, ja? Schön. Oder tut, ist das zu klein dafür? Doch, da drin dreht sich irgendwas. Jetzt müssen wir das Große vielleicht hier oben einsetzen. Könnt ihr mir vorstellen. Irgendwie so? Weiß es nicht. Ja, genau. Toll. Toll. Schön. Natürlich ein Riesenkrach. Hat geklappt. Ja, und jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Jetzt weiß jeder verfluchter Bastard-Zombie, dass wir hier sind. Das ist so klar, ne? So klar. Jeder verfluchte Drecks-Zombie weiß das jetzt. Okay. Der Tywin ist in der Nähe. Das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Was wir noch brauchen, ist Munition. So, damit können wir eigentlich wieder zurückgehen. Jetzt müssen wir nur wieder an die Zombies vorbeikommen. Und das wird, glaube ich, das Problem jetzt. Ich glaube, der Tywin ist jetzt auch wieder drüben. Ist der hinter mir oder was? Ich hoffe nicht. Ich glaube, der ist hinter mir. Wo kommt der jetzt her? Nee, der ist unten irgendwo. Der ist unten irgendwo. Es hat sich nur so angehört. Komm, 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 Claire, komm. Komm, meine Süße, komm. Wir müssen auch mal wieder richtig Munition finden, Mann. Das wär's. Brauchen mal wieder richtig hart Munitionspower, brauchen wir mal wieder. Wir müssen mal wieder richtig so 100.000 Schuss finden für irgendeine fucking Waffe. Man kann sich übrigens auch Waffen freispielen mit unendlich Munition. Aber das ist nicht so einfach. Muss bestimmt Ränge abschließen. So. Müssen wir natürlich erstmal untersuchen. Und wieder aufmachen. So, sehr schön. Benutzen. Jetzt müssen wir das natürlich wieder so drehen, dass es passt. Aber das sollte nicht so, glaube ich, das Problem sein. Was müssen wir den machen? Den drehen, genau.
Ach, warte mal, wir müssen den wahrscheinlich auch noch irgendwie. Genau, wir müssen ja alle verbinden. Müssen alle drei Drähte verbunden sein, gehe ich mal davon aus. Aber auch das sollte klappen. So. Ein Telefon. So. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Irish, der Polizeichef. Gut zu wissen. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Cherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kay, wenn Sie ihr wehtun. Dumme Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Irgendwas hat sie fallen lassen, so eine kleine Münze oder irgendwas damals. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Ist der Typ krank, Alter. Okay, wir spielen jetzt mit Sherry. Das finde ich cool. Chief Irons entkommen. Puppe. Untersuchen. Was kann die Puppe? Ist was drinne? Block. Ein verwitterter alter Steinblock. Auch den untersuchen wir? Nein. Untersuchen. Ein verwitterter alter Steinblock. Darauf sind einige Reliefs. Wahrscheinlich eine richtige Position irgendwo einsetzen. Nee, das kann es nicht sein. Das wird sein hier. Benutzen. Muss man den bloß richtig. Kann man die drehen oder irgendwie? Kann man irgendwie drehen können. Ah, okay. Muss aber oben auch passen, genau. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Haben wir noch einen Stern? Nein. So muss das schon bleiben jetzt. Jetzt müssen wir einen anderen finden. Wo das passt. Könnte aber klappen, würde ich sagen. Müssen wir, glaube ich, den tauschen. Genau. Nee. Ist nicht richtig. Wir brauchen hier den Stern. Und ein Dreieck. Verfluchte Scheiße. Haben wir noch irgendwo einen Kreis mit? Das könnte auch gehen hier. Mal, wenn wir den jetzt hier machen. Müssen wir den hier hin machen? Nee, das geht auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich den hier nehmen. Nee. Kreis brauchen wir rechts. Gibt's keinen Kreis. Das ist natürlich jetzt Kacke. Das ist jetzt Kacke, Leute. Könnte auch der sein hier. Guck mal, es geht auch. Aber der passt wieder nicht zusammen. Viereck mit... Ah, Viereck mit Stern brauchen wir, Mann. Aber der passt nicht. Doch, der passt aber. Schön. Eine Schere. So, komm und hier raus, schnell. Keine Ahnung. Irgendein Labor, ein krankes Labor. Ein cranky Labor, Mann. Okay. Was ist denn, wenn ich... Warte, jetzt würde mich mal kurz mal interessieren. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal... Man kriegt einen Erfolg, wenn man innerhalb von 60 Sekunden das Haus macht, ja? Ach komm, das mache ich dann nochmal.
Mach ich dann in Ruhe mal. Mach ich jetzt nicht im Let's Play. So, hier ist, glaube ich, nichts mehr zu finden jetzt, ne? Wenn man in 60 Sekunden das Zimmer von Sherry entkommt. Ist der Typ hier verflucht? Da kommen wir nicht rein. Es ist hier im Waisenhaus, Leute. Sallys Tagebuch. 4. Januar, ich liebe Mittwoche. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Also der erst 4., dann war 10. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr allein raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. Hm, ja, Waisenkinder kriegen halt gebrauchte Sachen. 16. Januar, 6 Tage später. Heute kommt der Waisenhausdirektor, deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Das ist nämlich hier Chief Irons gewesen, glaube ich. Chief Irons hat nämlich auch einen Schnurrbart, der ist zwar nicht so groß, würde ich sagen, eher fett, aber trotzdem. Fett. Ah. Ah. Ah, so. Ich finde das mal eine coole Abwechslung hier, muss ich sagen. Mal nicht auf Zombies achten zu müssen. Einfach mal nur spielen hier, weißt du? Ich finde das zwar geil mit Claire und so, aber das ist immer Anspannung, Mann. Das ist immer Anspannung. Immer Anspannung, das ist heftig. Das ist heftig. So. Boah, es. Puppen sind ja so wahnsinnig, Mann. Kommen wir auch nicht rüber jetzt. Aber kommen wir hier irgendwie durch? Ist so ein kleines Labyrinth hier, so ein Puzzle-Labyrinth. Da müssen wir durchkriechen höchstwahrscheinlich. Ich hoffe, dass wir uns hier nicht vor Chief Irons verstecken müssen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf, hier auch noch versteckt zu machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Was bringt uns das, wenn wir hier jetzt rausgehen? Okay, da würden wir runterkommen. Jetzt interessiert mich, was in der Tür ist. Ob wir da durchkommen, wer weiß. Wer weiß. Geht natürlich nicht. Okay, wir müssen also hier lang. Das ist gut zu wissen. Very interesting. Dass hier noch keine Zombies sind? Gut verbarrikadiert. Schon fies, der Chief. Ich bin mal gespannt, was der eigentlich will. Irgendwie das Teil, dieses runde Teil, was Sherry verloren hat. Das haben wir ja aufgehoben, als er uns in der Garage überfallen hat. Aber was war das für ein Teil? Ich konnte das nicht durchsuchen. Ich würde trotzdem gern nochmal gucken hier. Ich weiß nicht, die Tür raus wird ja wahrscheinlich nicht aufgehen, gehe ich mal davon aus. Wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn ich zur Tür raus möchte. Warte mal, hier liegt noch was. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. 13. Februar. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, Umbrella Corporation, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie, ich werde adoptiert. Ja, ich... Ist fast wie... Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde adoptiert, ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar. 5 Tage später. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab
Die Lehrer und Ärzte kümmerten sich jetzt um ihn. Sie sagten, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Der hat sich bestimmt verwandelt, Alter. Der wurde irgendwo eingesperrt, irgendwie, weil er infiziert wurde. Okay, uns fehlt ein Schlüssel. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Ja, das brauchen wir. Tanzt da oder was? Ist der bescheuert? Man kann die sogar speichern? Tagebuch. Leons oder so. Wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Okay. So viel speichern, Leute. So viel Speicherdaten. Kann man ja eigentlich auch löschen, die Speicherdaten, Mann? Guck mal, wie viele Speicherdaten wir schon haben, Mann. Das kann doch nicht sein. Wir nehmen mal den ältesten, 24. Den nehmen wir jetzt. Den ältesten. Den ältesten Speicherstand. Liegt jemand? Unterm Rock kann man leider nicht gucken. Ist das eine echte? Das ist eine Puppe, oder? Ist das eine Puppe oder eine echte Person? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen den Schlüssel finden, genau. Der ist dahinter. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Ah! Warum ist der denn so blöd zu der? Dafür wirst du bezahlen. Warum ist der denn so blöd zu ihr? Ich verstehe das nicht. Ja toll, und jetzt? Wo soll ich denn jetzt hin? Hilfe! Irgendjemand, bitte! Was soll ich denn machen? Kommt doch jetzt hier hoch, oder? Der ist total außer Haus, der ist total außer Atem, der Typ. Der schließt jetzt alles ab, warum? Die Tür ist zu. Scheiße. Und jetzt? Wo bist du? Nein. Komm nicht her, Mann. Du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Brauch den scheiß Schlüssel, Mann. Komm mal nicht raus. Nicht raus. Ich brauche den scheiß Schlüssel. Jetzt kommt er wieder her, oder was? Ja, toll. Oh, da ist ein... Wie kriege ich denn den kaputt? Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, wir müssen nochmal neu laden.
Muss ich jetzt mal gucken, wie ich den Scheiß, wie ich den Dings kaputt kriege, den Mr. Raccoon. Das wäre jetzt mal interessant. Ich habe ja keine Waffe, kein Nix. Vielleicht kann man den einsammeln oder so. Vielleicht geht das. So, ich muss dann da durch. Ich muss das genauso machen wie jetzt eben. Aber wie kann ich hier Mr. Raccoon kaputt machen? Ja, komm mal hin, Digga. Das war's jetzt aber. Ja. Tür ist zu. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Nur komm, schieb das Ding weg. Und dann muss ich nämlich da wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie kriege ich den Schlüssel? Das wäre jetzt mal interessant. Oh Gott, oh Gott. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Verdammt nochmal. Muss ich denn jetzt hin? Oh, jetzt hatte ich da links gemusst. Ja, toll. Scheiße. Jetzt ist die Tür da hinten wahrscheinlich offen oder so. Nicht mehr. Nicht mehr. Bitte. Das ist deine letzte Chance, verdammt. Zeig dich. Sofort. Scheiße! Das brennt! Du wirst dir wünschen, du wärst tot! Wo soll ich denn hin, verflucht Mann? Muss ich den von hinten angreifen oder irgendwas? Die sind in der Falle, wie soll... Was muss ich denn da machen? Hä? Wo muss ich denn hin? Ich sehe da gar nichts. Cherry kann gebückt laufen. Ist ja nützlich, um versteckt zu bleiben. Kacke, sehe ich, dass das jedes Mal so lang dauert, ne? Du musst jedes Mal wieder erneut das hier machen. Was muss ich denn machen? Chief Irons entkommen. Ich brauche irgendwie Schlüssel. Das war's jetzt, ah, er lässt die Schlüssel wahrscheinlich fallen, wenn er da stolpert. Das könnte gehen. Das könnte gehen, ja. Wo bist du? Zeig dich! Wenn er da stolpert. Oder wenn er hier stolpert. Desto schlimmer wird's für dich. Wir müssen ihn mal genau beobachten, was der macht. Oh Gott, oh Gott. Oh, das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Nee, hat die Schlüssel noch. Verdammt nochmal. Irgendwo hier müssen wir uns jetzt verstecken. Ah. Ist gut. Wir brauchen die verdammten Schlüssel. Der stolpert jetzt hier und ich glaube, da lässt er die Schlüssel fallen. Hier vorne wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, ich zeig mich nicht, Mann. Da wäre ich doch blöd. Ja, komm. Komm. Scheiße, das ist mein Schlüssel.
Komm, komm, komm. Aber wie kriegt man den Mr. Raccoon kaputt? Das wäre mal interessant. Wie geht das? Vielleicht kommt man irgendwie mal her mit irgendwem? Schneller, schneller, schneller. Was? Nein! Oh toll, oder? Ernsthaft jetzt? Schließ doch die Tür ab jetzt. Schließ die Tür ab, komm. Alter, jetzt dreht er komplett durch, der Typ. Nein. Kann das jetzt nicht einfach mal vorbei sein? Ich möchte jetzt nicht auch noch vor dem scheiß Viech fliehen, Mann. Minuten zuvor. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit! Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind Sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kell, wenn Sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Jo. Verdammt! Garagenschlüsselkarte. Das ist gut. Warte nur, Arschloch! Das ist sehr toll. Versteckspiel, lass mal kurz mal gucken. Haben wir hier irgendwas geschafft? Schließen Sie Sherry Segment ab. Schade. Immerhin. Na ja, gut, Leute, wir machen den Schluss mit der Folge erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Resident Evil 2 Remake. Ich würde mich freuen. Haut rein, macht's gut und ciao.